Spielen wir weiter. Mein Gott, Entschuldigung, ich wollte Distinction sagen, aber es ist Disintegration. Disintegration habe ich sogar in Steam geschrieben. Im Stream. Ah, Disintegration ist auch richtig. Mein Gott, ich bin noch nicht wach. Ich habe gerade meinen zweiten Kaffee. Obwohl ich die ganze Zeit schon Thumbnails und sowas gemacht habe. Aber seit gestern 15 Uhr darf ich alles zeigen. Ja, jetzt auf YouTube wird das Let's Play ein Upgrade kriegen, nämlich auch auf 4K. You know, there was a time I had confidence like Tala. I ran my own salon. I was the boss. People respected me, sought my advice. Back then, integration was still a choice. You wouldn't believe what people would pay for a body weight. Looking your finest and showing it off before exchanging the whole package for a shiny new brain can and an armature. All that money I had didn't help. I guess I still ended up here. Wie wir alle. We've kept things pretty tight until now, Romer. Established some degree of trust. And now we got this HLC girl, still wet behind the ears, and her shifty escort, waltzing in here like they own the place. I wouldn't trust her any farther than I could throw her. Now, I imagine you could throw her a long way, Doyle. Smartass. Smartass, Klugscheißer zu Englisch. You know, there was a time I had confidence like Tala. Damit kann ich, das muss ich mir merken. Da habe mich wirklich schon mal ein paar Mal gefragt. Oh, ich kann nicht mit deinem Rücken reden. Tala's the real deal, you know. I hope the same goes for you lot. Wir haben ja letztes Mal die von der anderen Rebellenorganisation getroffen. Ich weiß nicht, ob man die Rebellenwiderstandskämpfer besser benennen. Besiege einen feindlichen Graph Cycle. Hey man. I got a job for you. Schließ die Mission ohne Neustart vom Speicherpunkt ab. Dude, thanks. Also mal aufpassen und nicht mich aus Versehen selbst umbringen wie sonst. Please use the shop and tools as you like. You seem to know what you're doing. You know, there aren't many craftsmen who'd share their tools. I wouldn't say I was a craftsman. I would. Besiege MVW. Die MVW-Einheiten der Rayon umfassen die gefolterten und gebrochenen Gehirne gefangen genommener HEC-Agenten, deren letzte Strafe der Befehl ist, sich in der Nähe von Widerstandsstellen der Natürlichen oder Outlaws in die Luft zu jagen. Schalte sie aus der Ferne aus und sorgt dafür, dass euch nichts passiert. Also, Sprengattentäter. Als das Team eintrifft, herrscht in der Stadt Krieg und die verstreuten Widerstandsnester der Outlaws kämpfen auf verlorenen Posten. Ich habe übrigens die Crew schon geupgradet. Ich war zwischendurch mal drin und habe geguckt, wie das aussieht in der höheren Auflösung und deshalb habe ich die Chips schon verteilt. Aber es ist leider wirklich so, dass man während der Missionen nicht sein Gefährt upgraden kann. Du findest halt andere Gefährten, also beziehungsweise nicht Gefährten, sondern von den Gleitern und dann wechselt der halt. Dementsprechend, wie die Situation ist. Schade eigentlich. You wanna give us some space there, mate? This is where we're going. Yes. My intel places 602 in this city. We find him, we find the architect's head. I know the city. That's Costa Nueva, and it's a world away from this place. No wonder Wagner sent a stand-in. Cities are bad news. I am aware of what's happened in these urban zones right before the war. It's dangerous. I smuggled naturals out of that hellhole after the Rayon faked a frost outbreak. They quarantined the whole place. Convinced everybody to stay in their homes and seal themselves in.
And once they were all tucked in, those who didn't resist were shipped off to the Iron Clouds to be Rayon slave soldiers. Those who resisted, well, you all know that story. I'll need you to establish contact with the local outlaw militia to learn the whereabouts of 602. They're currently engaged in a block-by-block battle with the enemy. We're going to be dropping you as close to the action as possible. Weil ich jetzt den FPS-Zähler anhabe, weil ich ja auf 4K jetzt gewechselt habe. Jetzt im Stream natürlich nicht. Stream bleibt auf die 1080p, weil Twitch da immer rummackert. Rezek stripped your grab cycle armor to increase agility. He also installed a marksman rifle that fires single shot rounds. Ah, jetzt habe ich die Scharfschützen. Alright. Waffe. Let's find these outlaws and see what they have to say. Und das normale Gewehr. Dafür habe ich keine Heilmöglichkeiten für mein Team mehr. Was wollte ich sagen? Da kann man sehen, dass die Sequenzen gelockt sind auf 30 FPS. Ich weiß nicht, warum die das machen. Also ich mache ja eh Fousing auf 60 FPS immer an. Hat ja auch seinen Grund, damit kein Tearing entsteht in den Videos. Aber, komisch. Hast du eigentlich vor, The Search 2 zu Ende zu spielen? Das könnte passieren, ja. Nur diese Woche definitiv nicht. Das war schon besiege einen feindlichen Grav Cycle. Scharfschützenwaffe war auch im Multiplayer wirklich das Beste. The Red Eyes already hold the perimeter. We need to punch through. Roger. Outlaw down! Falling in. Mach ich. Payback time. Yeah. You got it. Ich muss aufpassen. Ich kann mich nicht selbst heilen. Nur mit den komischen Nano-Dingern, die hier rumstehen manchmal. Schitte. Vor allem muss ich bei The Search 2 erstmal wieder reinkommen, wenn ich das zu Ende spiele. Aber ich finde es ganz interessant, dass das die Tage schon häufiger gefragt wurde. Gab es ein neues DLC oder warum ist das Interesse an Search 2 plötzlich wieder da? Obwohl ich glaube, die machen keine neuen DLCs mehr für Search 2. Ich habe ja mal mit einem der Entwickler gesprochen, während ich das gestreamt hatte. Und die meinten, dass die sich erstmal auf ein neues Projekt konzentrieren und erstmal genug haben von Search. Also von der Welt davon. Also nicht, dass sie das nicht mögen würden, ihr eigenes Werk, aber die haben ja irgendwie 8 Jahre jetzt immer daran umgewerkelt. Und die würden, sind halt auch ein kleines Studio und die würden auch gerne mal was anderes machen, ne? Also zusammen mit dem ersten Teil und den DLCs beim ersten Teil.
bad shape. This next generator might give us trouble. Wie ist die Story nochmal? Die Geschichte ist eigentlich, dass du ein Roboter bist, der komischerweise am Anfang in irgendeiner Art Gefängnis ist. Status improving. Und da ausbrichst und einfach mitgenommen wirst von den anderen, die hier rumrennen. Du bist aber in Wahrheit irgendwie so eine Art Pilot gewesen oder Racer oder schieß mich tot, Fahrer. Und wir leben in einer Welt, wo letztendlich man kann sich integrieren lassen in eine Maschine. Dadurch entstehen die Leute hier alle. Die haben halt auf ihre Körper verzichtet und sind freiwillig in eine Maschine übergegangen. Und er selbst, also der, ich glaube Roger heißt ja unser Hauptcharakter. Er hat früher dafür sogar Werbung gemacht, dass man sich integriert. Aber eigentlich vermisst er, sag ich mal, seinen menschlichen Körper und das Leben als Mensch. Das Spiel läuft echt sauber auf 4K, ey. Ist halt UT-Engine, ne? Alle auf den Rhino. Die dicke Bumme habe ich daher, dass ich zwischen den Missionen manchmal dein Gravel schießt mich tot. Und danke Tobi Gamer für das Stufe 1 Abo. Verändert. Leider kannst du darauf selbst keinen Einfluss nehmen. Aber das ist die normalerweise Sniper-Gun. Dafür hast du in der Mission keinerlei Möglichkeit, dein Team zu heilen. Es ist ja wirklich so, dass die unterschiedlichen Gravity-Fahrzeuge unterschiedliche Fokusse haben. Ne, heilen, auch tanken gibt's eins. Ich glaube, das mit der Schrotflinte hat nämlich die meiste Panzerung theoretisch auch im Multiplayer. Und mit dem Sniper machst du halt natürlich viel Schaden. Bist halt also gesehen im Multiplayer dann DD. Hält's aber nicht mehr so viel aus. Was leider ein bisschen schade ist, ist, dass natürlich irgendwie die Charaktere sind alle irgendwie ganz cool, ne? Auch so die Zwischensequenzen sind ganz gut gemacht, aber es ist teilweise ein bisschen farblos, ne? Obwohl das Gameplay gut ist. Ich finde das Gameplay richtig gut gemacht. Aber vielleicht schafft man nicht mehr mit einem 30-Mann-Team. Um es halt wirklich so hoch zu ziehen, dass du daraus ein großes Spiel machst. Ja, ich glaube, das Game wird leider ein bisschen untergehen. Auch wenn das Konzept halt sehr gut ist. Ich glaube, dass sie sich mit dem Preis halt ein bisschen vercheckt haben. Obwohl, wird sich zeigen. Es gibt ja, also es kommt ja heute raus offiziell. Mal sehen, wie das so community-technisch ankommt. Ich bin ja auch nur eine Meinung. Danke, Bengoku, für ein Twitch Prime-Abo. Oh, danke, Nordwicht, für dein Twitch Prime-Abo. Vielen Dank. Ich habe übrigens total schlecht geschlafen und hatte voll die Albträume. Ich glaube, das könnte sein, wegen Last of Us gestern. Vielleicht hat mich das noch ein bisschen mehr mitgenommen. Yep.
Ich war auch total angespannt. Das merke ich erstmal nach dem Spielen. Dann sitzt du da und denkst so, oh mein Gott, ey, dir ist einfach ein neuer Muskel im Nacken gewachsen. That's the spirit. Pull it. More red eyes. Ja, das Spiel macht einfach viel richtig, ey. Wenn sie einfach die Präsentation noch einen Tick besser gemacht hätten, ey, dann könnte das wirklich konkurrieren mit einem Halo und solche Geschichten. Aber witzigerweise würde ich es besser bewerten als Anthem. Wobei Anthem natürlich grandios aussieht und irgendwo das Gameplay ja auch funktioniert, aber es einfach wirklich extrem seelenlos ist. Wie ist deine Meinung zu Surge 2? Wundervolles Spiel, super anstrengend, schöne Kämpfe, besser als der erste Teil definitiv. Aber wenn du mit dem ersten Teil mit dem verwinkelten Wegen nicht klar kamst, dann wirst du in 2 auch, also mit 2 auch nicht glücklich. Weil du einfach so viele Abkürzungen freischaltest. Und der Leveldesigner anscheinend ein Autist ist. Der einfach total Gas gibt bei sowas. Also wenn es im Sale ist oder sowas, ich kann Surge 2 nur empfehlen, auch wenn ich es nicht fertig gespielt habe. Das hatte auch andere Gründe einfach, zeitlich bedingt. Da hat sich irgendwas wieder dazwischen geschoben. Ja komm, mach das Ding kaputt, damit ich auch mal wieder feuern kann. Von 1 bis 10, wie hoch ist der Spielspaß von Disintegration? 7,5 würde ich sagen. Was ist ja... Also das Gameplay ist nicht das Problem von dem Spiel. Das Gameplay ist wirklich gut. Also ich finde auch das Tempo und alles, das ist wirklich perfekt, finde ich. Nahezu. Das Problem ist einfach... Du wirst halt von der Geschichte jetzt nicht so eingefangen, weil das dazwischen mit den Leuten reden ist ein bisschen steril. Die Sequenzen sind alle sehr gut gemacht mit den Dialogen zwischen denen. Aber eigentlich weiß man immer noch nicht so genau, was man überhaupt macht hier. Ne? Du wirst halt befreit, ne? Kämpfst hier so ein bisschen gegen das Regime oder was auch immer das ist. Und da gegen den Typen, der ich am Anfang verhört hat. Der gehört ja anscheinend dazu. Lernst so ein bisschen deine Kollegen kennen, die mit dir mitlaufen. Grace die ein bisschen ab mit Chips, die du findest auf der Karte. Machst halt die herausfordernde Mission, aber es ist halt jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ja. Bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Weil das Szenario hat ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit für Story.
Okay, ich weiß natürlich, ich muss das Gehirn von einem der Architekten finden. Beziehungsweise beschaffen. Also von einem, der es geschafft hat, das Bewusstsein von Menschen in Maschinen zu übertragen. Aber was wir letztendlich mit dem anfangen wollen oder so, das weißt du ja bis jetzt gar nicht. You got it. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Maschine nochmal in irgendeinen Körper zurücktransferiert werden kannst. Also im Biologischen. Dazu musst du ja erstmal in der Lage sein, ein Gehirn zu schaffen, wie auf biologischer Basis. Oder du tötest einfach irgendwelche Menschen und gehst dann da rein. Ah, ich weiß jetzt schon, dass ich in anderen Missionen die Sniper vermissen werde, ey. Mal mehr scannen. Thanks. Sonst verpasse ich hier die Kisten. Is that 602 shuttle? Must not be. Man sollte die aus der Gefängniszelle auch mal rausholen. Let's just say he makes up for it with other talents. Like what? Oh, you'll know when you see him. Thank you so much. Wir hätten auch welche in die Mission so ein paar kleine Sequenzen noch reinhauen müssen. Zockst du eigentlich auch Konsole? Ja, ich leihe mir ab und zu eine Playstation von meinen. Das Spiel ist schon draußen, dann ist das ab heute raus. Also ich weiß ja, dass heute das rauskommen sollte. Seit gestern 15 Uhr sind auf jeden Fall die Multiplayer-Server auch online. Also, nochmal Konsole-Frage. Ja, ich spiele mit der Nintendo Switch manchmal. Und wenn ich ein PlayStation-Spiel gern spielen will, dann leihe ich mir zurzeit die Konsole von meinem Bruder aus. Yep. Ach, bin ich nett, ich beantworte heute alle Fragen. Na, vielleicht nicht alle. You got it. The Search 2 habe ich auf dem PC gespielt, ja. Also generell habe ich fast alle Spiele auf dem PC gespielt. Hat einfach den Grund, dass ich die Konsole nicht habe und ein ganz gutes Setup habe zu Hause. That's a lot of red eyes. They have the numbers, but we have the talent. Fair enough. Let's go. Man muss auch sagen, auch wenn ich manchmal fluche über die Mitspieler, diese KI, die rumläuft, so schlecht sind die gar nicht. Nur wenn ich denen einen doofen Befehl gebe, führen die ihn natürlich aus. Aber sonst verhalten die sich immer ziemlich gut. Die versuchen ab und zu in Deckung zu gehen. Wer ist denn so verrückt vertraut seine Konsole? Jemand anderen. Mein Bruder ist einfach der intensivere Konsolenspieler. Der hat alles. Also der kauft auch alte Konsolen. Und hat die dann bei sich im Schrank stehen. Der spielt auch noch alte Spiele, wie auch von der PS2 und sowas dann nochmal nach, wenn er sich für die interessiert. Der spielt zwar auch manchmal PC, aber überwiegend ist der halt einfach der Vollkonsolenzocker. Danke, Spellord, für dein Stufe 2-Abo.
Vielen Dank für deinen erhöhten Support. Ich kann mir nicht vorstellen, komplett auf Konsole umzusteigen. Ja. Es gibt einfach ein paar Spiele, die kannst du auf Konsole auch nie spielen. Also allein die ganzen Paradox-Titel oder ich habe auch für die Switch das, die Umsetzung von Civilization. Dann sagst du, ja, es ist okay, aber es ist halt nur ein Kompromiss. Dafür ist einfach die Konsole, finde ich, nicht so dolle. Welches Spiel installiert man wo? Also Surge 2 habe ich über Steam gekauft damals. Beziehungsweise wurde mir über Steam gestellt, Entschuldigung. Und Disintegration hier ist auch bei Steam verfügbar. Yep. Wie spielt man The Surge 2 bitte auf PC mit Controller? Die Frage habe ich vorher nicht gesehen. Ich spiele eh am PC die Konsolenspiele da mit Controller, also mit Xbox-Controller. Deshalb bin ich auch, wenn ich mit der PlayStation spiele, total verwirrt erstmal. Ich muss auch sagen, dass die Switch sich eigentlich nur gelohnt hat wegen Zelda. Zelda und Pokémon. Das ist das Einzige, was ich auf der Switch wirklich intensiv gespielt habe. Und Zelda ist schon ein Meisterwerk gewesen. Als Spiel. Wurde ja nicht umsonst von Assassin's Creed massiv kopiert dann. Danke Canvor für das Verschenken von dem Abo. Popular guy. Fortunately, the Red Eyes found him first. Help with these defenses, we can get you to him. You got it. Kann nicht sein, dass es nur so wenig Beutekisten gibt.
ahead. Got it. Ghost of Tsushima. Dafür würde ich mich auch interessieren. Aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht. Zurzeit. Das kommt ja jetzt auch schon bald raus. Und ich habe mich dafür entschieden, The Last of Us Part 2 lieber zu spielen, wenn die Konsole jetzt gerade hier ist. Ghost of Tsushima hat mich so ein bisschen von der Welt, also, ne, das Open-World-Bereich und so weiter, sicher in Assassin's Creed, sondern eigentlich so ein bisschen. Scheiße, nicht sterben. An Witcher erinnert. Ja, 17.07. kommt das schon. Ach so, nächsten Monat, ich dachte diesen Monat. Ja, nee, vielleicht schaffe ich das ja doch. Mal gucken. Auf jeden Fall fand ich die Gameplay-Szenen und alles ziemlich ansprechend. Könnte richtig guter werden. Was mich wundert bei dir, wie kommst du mit dem Privatleben klar? Du musst dir vorstellen, mein Lebensalltag ist wie von einem Barkeeper. Man kann mich morgens und zwischen mittags und abends treffen im Privatleben. Außerhalb dieser Zeiten eigentlich eher weniger. Und zurzeit sieht es sehr unordentlich aus bei mir, weil ich ja die Tage einige Sachen hier umgebaut habe, wo ich normalerweise in der Wohnung Ordnung mache. Wie viel wird welches Spiel denn kosten? Wir haben jetzt gerade über 3 Stück gesprochen. Nein, schlafen tue ich noch. Sogar zurzeit fast 7 Stunden. Ja, Disintegration ist ein 50er. Jedenfalls auf Steam. Ich muss auch sagen, also ich weiß noch nicht, wie lange die Kampagne ist. Dass sie wahrscheinlich mit einem 39er Preis mehr Leute ansprechen würden sofort. Boah, geht der mir auf die Eier, der andere Pilot. Deshalb, für mich ist es schwer einzuschätzen, ob das den Leuten das wert ist. Was ist halt wirklich kein schlechtes Spiel. Der Commander hier weiß, wo der Enemy 602 hält. Er offert seine Assistenz. Very good. This team worked well together. Now we'll create a plan to get him out. Pickup's on its way.